Hey und herzlich willkommen zurück zu Dragon Ball Z Kakarot. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wie ihr vielleicht an meiner Stimme hören könnt, habe ich es gerade ein bisschen mit der Brust, entweder eine Lungenentzündung oder Bronchien oder irgendwas, ich weiß es nicht. Es sticht auf jeden Fall sehr, deswegen muss ich auf jeden Fall in dem Part mal versuchen, ein bisschen langsamer zu machen. Ich wollte es gleich erwähnen, also alles gut, Freunde, mir geht's gut, aber es sticht halt sehr in der Brust. Und jetzt muss ich einfach gucken, ob ich das die Tage wirklich alles aufnehmen kann. Wenn nicht, wird es halt ein paar Tage ein bisschen Pause geben. Ist natürlich schade, aber ich gebe mein Bestes. Und ich bin jetzt, denke ich, auch gerade beim Arzt, um das gerade zu checken, was ich genau habe. Es sticht auf jeden Fall ziemlich sehr. Und deswegen heute auch ein bisschen ruhiger. Also ich werde nicht so ausrasten wie sonst auch. Also ich versuche schon laut zu sprechen, aber ja, ich muss ein bisschen meine Stimme schon. Jetzt gehen wir erstmal zu Gott. Im letzten Part wurde C20 wurde gekillt. Oder beziehungsweise zerstört von seinen Marionetten, sagen wir mal, C16, C17, C18. Und die wüten jetzt natürlich rum und wollen Goku töten. Und Goku muss natürlich jetzt erstmal versteckt werden. So, wir gehen zu Gott, um natürlich unsere Kräfte wieder zu vereinigen. Mal gucken, ob es klappt. Kamio, ore ga nan no tame ni koko ni kita ka? Wakatte iru zo, Piccolo yo. Ima kono chikyu ni okiyou to shite iru wazawai ni taishite, watashi no名ばかりの神の力ではあまりに無力だ。ならばこの俺と一つに戻る覚悟はできているな。もちろんだ。だがこの私に迷いが残っているのもまた事実。なんだ、この後に及んで腰が引けたか。かもしれぬ。お前に私の迷いを消し去ることができるか。何？かつて未熟な私は邪心を抱いてしまった。横島な心を持ち魔の道に落ちた者は魔族となる。我が半身がピッコロ大魔王となったように、もし融合した後にその過ちを繰り返せば人造人間以上の悪夢となろう。ふん、回りくどい。何を迷うことがある。さす、うん、お前のその潔さも私の迷いを消し去る力の一つだ、ピッコロよ。では尋ねる。本当に今が一つになる時なのか。まだ慎重に様子を見るべきではないか。Ja, jetzt müssen wir natürlich gucken, ob das jetzt wirklich zu diesem Zeitpunkt natürlich schon wichtig ist. Und ja, es ist wichtig. Was willst du damit sagen? Unsinn, der Zeitpunkt ist gekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Fangfrage ist, ob er jetzt erst will, dass wir das vielleicht irgendwie widersprechen oder so. Da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Aber ich versuche es jetzt erstmal damit. Kudaran, nani ga tachisagarou to neji fuseru made da. Ho, dewa mou hitotsu tazune yo. Omae to watashi ga yugou suru. Sore wa Dragon Ball ga ushinawareru toyukoto. Tja, das ist jetzt natürlich eine gute Frage, weil wir hatten diese Situation schon mal, dass natürlich Piccolo gestorben ist und gleichzeitig Gott mit und dadurch die Dragon Balls, ja, versteinert wurden. Die Dragon Balls, kein Problem, guter Punkt. Ich würde sagen, guter Punkt, weil kein Problem, ich glaube, das ist zu einfach. Ich glaube, das ist jetzt auch der Zeitpunkt, wo langsam Dende ins Spiel kommt oder nicht. Also irgendwas war da, glaube ich, bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das jetzt schon ist. Aber ja, probier es mal mit guter Punkt. Toshikani, sore wa mushi dekinai mondai da ga. やはりまだその時ではないということなのか。いや、そうは思わん。その心を今一度聞かせてもらおう。ふん。お前と私が融合する、それはドラゴンボールが失われるということ。 Okay, dann war das auf jeden Fall falsch. Ich dachte, das wäre zu einfach als Antwort für ihn, aber wenn Gott scheinbar so leicht zu überzeugen ist, kann man es ja mal probieren. So na mono ni imi wa nai. Kono mama tatakai ba, ore wa yatsura ni taosare, kisama mo kie. Izure ni seo, Dragon Ball wa ushinawareru daro. Yatsura ni jinzou ringen tachi ni katsu shika michi wa nai nda. Sou ka. Tashika ni omae no yuu toori daro. Watashi mo kakugo o kimeta zo, Piccolo yo. Watashi ga kami o sute, 戦士として役に立たねばならぬ日がやってきたようだ。そういうことだ。今この地球に必要なのは。わかった。この身をお前にやろう。
神様。基本ベースはこの俺のままだ。いいな。それでいい。私はパワーアップのきっかけと広い知識を与えるだけだ。下界へ戻ったらジンジャータウンへ行け。そこで化け物が今も暴れておる。詳しいことは話さずとも、融合すれば私の知っていることの全てがわかるはずだ。わかった。いろいろ世話になったな、ミスターポポ。はあ、うわあ。さよなら神様、死なないでください。もう神でもピッコロでもない。本当の名も忘れてしまった。ナメック星人だ。じゃあ行ってくる。 Okay, Freunde, wir haben jetzt tatsächlich eine Transformation für Piccolo freigeschaltet. Ist ja mal voll cool. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand dieses innige Gespräch zwischen den zwei gerade echt super. Also es hat mir echt gut gefallen. Ich zeige euch auf jeden Fall, dass wir jetzt hier diese Transformation haben. Echte namekianische Fusion. Unterstützungseffekt. Erhöht die Werte um 20%, bewirkt jedoch auch den langsamen Fluss von Ki im Verlauf des Kampfes. Ja, also schon ganz geil gemacht, ey. Freut mich auf jeden Fall. Piccolo ist auch ein paar Level aufgestiegen. Sorry für die Räusper. Die werden wahrscheinlich in dem Part noch das ein oder andere Mal vorkommen. Und ganz ehrlich, die Stimme von Mr. Popo, wie scheiße ist die denn? Ich weiß, der Typ hat keine Nase. Steht er da überhaupt noch? Der hat keine Nase. Aber der redet ja richtig scheiße im Japanischen. Also da finde ich die deutsche Synchronisation 1000-mal besser. Die japanische ist ja wirklich Katastrophe. So, wir sollen jetzt auf jeden Fall nach Ingwerstadt und da werden wir jetzt auch gleich mal hingehen. Wahrscheinlich jetzt ein neuer Ort, den wir freischalten. Oder auch nicht. Wo ist Ingwerstadt? Ingwerstadt. Ah, Ingwerstadt hier oben. Sehr schön. Da werden wir jetzt mal hingehen. Okay, da ist Ingwerstadt da hinten. Ich glaube, hier waren wir noch gar nicht, oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Aber hier soll jetzt irgendwie ein Monster sein. Stimmt, dass wir hier mal unter Beweis testen sollen. Ich weiß jetzt genau, was jetzt kommt. Voll vergessen. Das war ja ich fand diese Folge damals als Kind, fand ich voll gruselig. Weil diese ganzen Menschen ausgesaugt wurden und man nicht genau wusste, was das überhaupt ist. Ah, stimmt, voll vergessen. Das wird lustig. Sehr lustig.見つけたぞ、化け物め。なんだ、こいつから悟空やベジータ、フリーザの気も感じられる。何者だ貴様。教える必要はない。お前はすぐに私の食事になるからだ。ピッコロ大魔王。なぜ俺の名を知っている。言ったはずだ。教える必要ないと。なるほど。話すつもりはないか。だが残念だったな。人違いだ。貴様がここの住民を全て消してしまったのは。どういうことだ。思いっきりやれるからさ。So, Freunde, dann dürfen wir jetzt tatsächlich gegen ein mysteriöses Monster kämpfen, was Level 40 ist. Und wenn ihr alle das Monster kennt, dann wisst ihr natürlich, wer das ist hier. Aber das muss ich, glaube ich, erwähnen. Ich meine, solche Fragen, die kann man jetzt hier auch nicht beantworten. So, ich werde natürlich... Uah! Er setzt natürlich direkt mal die Höllenspirale ein hier. WTF, ey. Stimmt ja, Cell kann unsere Attacken. Das weiß Piccolo eigentlich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber dass ihn das nicht wundert, finde ich ja schon ein bisschen lustig. So, ich möchte jetzt eigentlich mal ganz gerne die Transformation machen, um mal zu gucken, wie das aussieht. Alter, bin ich schnell, WTF. Das sieht ja mal mega gut aus. Alter, auch die Aura sieht echt cool aus, dieses leichte weiße Leuchten. Das gefällt mir. Okay, wir sind auf jeden Fall viel stärker. Wir verlieren halt andauernd Ki. Aber das gehört halt dazu, Freunde. Irgendein Nachteil muss es halt haben. Aber das ist nicht weiter schlimm. Das Ganze kann man natürlich... Oh, fuck, weg. Das war knapp gerade. Irgendein Nachteil muss das Ganze natürlich haben. Schade, ich wollte eigentlich die Höllenspirale machen. Da habe ich es ein bisschen verkackt, glaube ich. Aber ist nicht schlimm. So, ah, verdammt. Man merkt auf jeden Fall, dass ich gar nicht mal so schlecht bin. Lol, er hat einfach das Lenk-Kamehameha. Wie cool ist das denn?
Alter, dass es das im Spiel auch gibt. Ich hoffe mal, Goku kann... Ja, er müsste eigentlich auch drauf haben. Das hat er ja damals schon im Kampf gegen Raditz gemacht. Oder kann man das allgemein schon von Anfang an lenken? Wisst ihr das irgendwie? Wenn ja, gerne mal reinschreiben. So, und jetzt lasst ihr das schmecken, mein Freund. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Wir müssen auf jeden Fall Ki laden, weil wir gleich die Gottkraft verlieren. Oh, scheiße. Lass mich bitte aufladen. Hallo, danke schön. Bitte, danke, danke. Sehr schön. Und jetzt tun wir natürlich unsere namekianischen Kräfte gleich mal erweitern. Alter, wie viel Ki ich verloren habe. Krass. So, haben wir auch noch geschafft, Freunde. Und jetzt verschmelzen wir uns nochmal mit Gott. Achso, sind wir schon noch. Ich dachte, ich bin schon wieder rausgeflogen. Alter, bleib mal hier. So, sehr schön. Boah, wie er auch anders kämpft dann. Ach du Scheiße. Wie cool ist das denn gewesen? So, und was haben wir mit Viereck-Finisher? Ah, macht er nichts, okay. Ich glaube, in der Wake-Form macht er da nichts. Eieieiei. Das tat weh. Höllenspirale. Oh, fuck. Das ist nicht gut. Oh, ich glaube, ich hasse den Arc jetzt schon, weil alle Charaktere mir irgendwie die Leben abziehen können. Und nochmal. Und nochmal. Ja, geil, Freunde. Das wird ein richtig langer Part. Ich sehe es jetzt schon kommen. Das Problem ist, ich habe nichts zum Heilen. Also, ich glaube, eine Sensobohne habe ich noch. Und einen Vita-Drink noch. Oh Gott, ey. Wieso trifft mich das jetzt von hinten? Sind wir hier bei Xenoverse oder was ist los hier? So, hau ab. So, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, die Attacke hier. So, treffen noch. Bitte treffen. Sehr schön. Weil das so schön war, machen wir es gleich nochmal. Problem ist nur, wenn er sich portet und hinter mich kommt, weil dann kann ich mich auch nicht bewegen. So. So, Freunde, das kriegen wir hin. Also, wenn ich in den roten Bereich komme, dann werde ich auf jeden Fall den Vita-Trink einsetzen. So. Das geht nicht. Ich wollte gerade diese Explosion machen. Sag mal, wie kann man dem ausweichen? Das würde ich gerne mal wissen. Reicht das Schützen? Ich habe da keine Ahnung. Ich habe nicht mal einen Vita-Trink mehr. Scheiße. Ich muss die Sensobohne nehmen. Okay, ich bin jetzt full live. Jetzt müssen wir es schaffen, Freunde. Oh mein Gott. Sonst klappt das eigentlich jedes Mal. Und hau ab. Okay, den letzten Schlag, den weicht er immer aus. Das muss ich mir merken. So. Boah, Alter. Jetzt warten wir. So, und jetzt. Okay, Freunde. Und weg. Na, was? Wie kann der da ausweichen, WTF? Wollte mich gerade waken. Lass mich mal bitte kurz. Ah, diese Energie. Ich spüre sie. Ulalalala. Und die Höllenspirale mitten ins Gesicht. Wer kennt's nicht, Freunde? So, erwischt. Ja, so viel zieht's leider auch nicht ab. Obwohl, doch ein bisschen mehr. Ich muss nur besser treffen, glaube ich. Sehr schön. Sehr schön. Ich bleibe jetzt echt gerade ein bisschen safety first, Freunde. Deswegen spam... Nein, er ist hinter mir. Er ist hinter mir. Lol. Er setzt einfach... Nein. Er setzt einfach Sonnenfaust ein. WTF. Da ist jetzt die Frage, kann man der Sonnenfaust ausweichen, indem man sich schützt? Ich habe kein... Ah. Scheiße, Mann. Das gibt's doch nicht. Also ich habe echt schon einige Instagram-Nachrichten auch bekommen, dass sie den Arc sehr schwer finden, gerade den Kampf gegen C19. Dass da wirklich einige von euch verzweifelt sind. Also das ist schon sehr krass, wie das hier gleich von der Schwierigkeit angestiegen ist. Und so einen Kampf mussten wir, also wir mussten den finalen Cell-Kampf machen auf der Gamescom. Oh Gott, ich bin gerade rausgekommen. Den mussten wir auf der Gamescom machen und der ist natürlich wesentlich stärker, Freunde. Das kann ich an der Stelle echt auf jeden Fall schon mal sagen. Sehr schön. Also wenn wir jetzt nichts mehr falsch machen, dann kriegen wir es hin. Und treffen, treffen. Oh mein Gott. Das war gerade echt knapp, Freunde. Alter, nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, wenn wir es jetzt schnell machen, dann haben wir ihn besiegt. Ja, wir haben es. Nein, er ist hinter mir. Oh mein Gott. Wenn ich das jetzt verkacke, Freunde, dann war's das. Dann heule ich, wirklich. Dann heule ich einfach nur. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Hör auf. Das gibt's einfach nicht. So, und jetzt schnell die Attacke noch hinterher. Die zieht nämlich ganz gut ab und dann kann er sich auch nicht bewegen und wir haben es geschafft, Freunde. Krass, ey, wie stark der einfach ist. Aber finde ich gut, dass es auf jeden Fall ein bisschen schwieriger wird. ドクターゲロの使っていたコンピューターだ。またドクターゲロか。
その昔、ドクター・ゲーロは戦闘の達人たちの細胞を集め、合成させた人造人間の研究を始めたが、時間がかかりすぎるために断念した。しかし、コンピューターはその作業をそのまま続けていた。孫悟空、ピッコロ、そしてベジータの細胞を採取し、さらにフリーザ親子が地球に来た時にもまた採取した。ドクター・ゲロの作った橋のように小さなスパイロボットでな、すでに必要な細胞は集まり、研究も始まっている。バカな、ドクター・ゲロの研究所は破壊されたはずだ。コンピューターがあるのは研究室のもっと地下の部屋だ。貴様がこの時代に来て卵からそうなるまで3年間かかったのは、一度卵に戻ってしまうと再び熟成するのに地中で3年必要なのだ。なるほど。では最後の質問だ。貴様がわざわざ未来から来た理由は何だ？私が完全体になるために必要な2つの生命体をコンピューターが教えてくれたのだ。それが人造人間17号と18号だ。何？ところが私が動き始めた私の未来にはどうやってたのかは知らんが、17号たちはいなかった。しかし運よくトランクスはタイムマシンを持っていたので、そこで私はトランクスを殺し、17号たちを求めタイムマシンでこの時代にやってきた。なぜこの時代を選んだ？さあな、トランクスのタイムマシンがこの時代にセットされていた。そうか。おそらくトランクスが未来の人造人間をうまく破壊することができ、それを知らせるためにセットしていて。コンピューターはこうも言ったぞ。完全体になれば想像を絶するような恐ろしい力を手中にできると。おかげで謎が全て解けた。完全体にさせるわけにはいかんぞ、ピッコロ。トランクス、なぜあいつが？そうか、あいつタイムマシンでこの時代にも。こいつがジンジャータウンの人たちを襲ったのか。そうか、こいつが例の抜け殻から出てきたのか。そうだ、詳しくは後で話す。今はこいつを片付けるのが先だ。この場は退散するしかなさそうだな。だが17号と18号は必ず手に入れてみせよる。太陽拳！ごっ！しまった！くっ！逃げられた！この折、気配を消してやがる。突然現れた2つのバカでかい戦闘力を持った奴のうち1つはかき消えたが、何者なんだ一体。ピッコロだと？話せ、今ここで何があったのか。天津飯もこっちに向かっているようだ。奴が着いたらまとめて話す。その前にこれだけは聞いておきたい。なぜ急にそれほどの戦闘力をつけたんだ？神様と再び合体したんだそうです。それだけで？ふざけやがって。どいつもこいつも宇宙一のスーパーサイヤ人をあっさり出し抜きやがって。頭にくるぜ。なあカカロット。来た、天津飯だ。わかった、すべてを話そう。なるほど。セルが完全体になるのを阻止するには、奴を何とか探して殺すか、17号18号をやはり探して殺すか、そのどちらかだ。
俺はまだそれほどでもないパワーのうちにセルを倒すしかないと思うが。せこい作戦ばかり立てやがって。合体したいんならさせてやればいいだろう。俺は敵がどうなろうと構わん。ぶっ殺すだけだ。甘く見るなベジータ。俺たちの手に負えなかった17号たちをセルははるかに超えるというのだぞ。この俺に偉そうな口聞くんじゃねえ。俺は超えてやる。必ず超えてやるぞ。スーパーサイヤ人をさらに超える。なあ、これから研究所に行って未完成のセルを破壊しても無駄か。いえ、破壊しておきましょう。少なくともこの次元の未来ではセルは誕生できなくなります。よし、クリリンとトランクスは研究所に行ってくれ。俺と天津飯はもう少しこの付近を探ってみる。はい。じゃあ見つかりそうになかったらカメハウスに。テレビのニュースを見ていれば位置がつかめるかもしれない。よし、行くかトランクス。はい。 Okay, Freunde, das spielt jetzt hier irgendwie die ganze Zeit hin und herya, kann man auf jeden Fall machen, aber es war ein ziemlich langer Part jetzt, wo sie einfach nur gequatscht haben. Wir sollen zur Weltkarte gehen. Trunks ist auf jeden Fall auch wieder ein paar Level aufgestiegen, glaube ich. Ich muss immer mal wieder so gucken, Freunde, ob man die Charaktere irgendwie pushen kann hier. Aber das scheint bisher noch nicht zu funktionieren. Bei Trunks sehr wenig, aber den haben wir auch erst gerade bekommen. Von daher ist das schon okay. Wie sieht's hier aus? Das wollte ich gar nicht. Ich wollte natürlich Dreieck drücken hier. Was mache ich denn?Krillin können wir auf jeden Fall wieder ein bisschen was pushen hier. Das ist immer ganz gut, dass der kleine Kerl natürlich hier auch stark wird. Groß und stark. Ich meine, okay, groß wird er nicht mehr. Aber ja, das passt schon an der Stelle. Wir müssen ihn ein bisschen mobben. Kamehameha Stufe 2 haben wir. 3 machen wir auch gleich. Ah, nee, das war Destructo Disc, okay. Hier ist Stufe 3. Ah, verstehe, natürlich. Kann man mal verwechseln, Freunde. So, dann würde ich jetzt sagen, gehen wir nach Darling irgendwas. Darling Polinia, oder wie das heißt.Da werden wir jetzt erstmal hingehen. Haben wir da einen Dragon Ball gehabt? Wir können mal gucken. Ich glaube nicht, weil sonst würde ich den noch kurz holen. Nö, haben wir nicht. So, und jetzt nach Darling Polinia. Los geht's. So, da sind wir in Darling. Und wir fliegen gleich mal wieder zu dem Labor da hinten. Um natürlich mal dort nochmal die Lage zu checken. Vielleicht finden wir da ein paar Informationen oder so. Ich natürlich... Ja. Es ist möglich, da was zu finden. Das wissen wir natürlich an der Stelle nicht. Hier ein paar Kugeln noch mitnehmen.Ich sammle die leider viel zu selten ein, aber naja, passiert. ここだよな。はい。どうする？もう破壊しちまうか。いえ、その地下の研究所の中も調べてみましょう。もしかしたら人造人間攻略のことで何かヒントが手に入るかも。それもそうだな。よし、行ってみるか。やったな。ええ。これでこの時代にセルは生まれずに済みますね。それにしても思いがけない収穫があったな。お前が地下を調べてみるって言ったおかげだよ。まさか17号たちの設計図を見つけられるとは。これを母さんに見てもらえば奴らの弱点がつかめるかもしれません。あ、それであのクリリンさん、見つけたこの設計図を母さんに届けてくれませんか。え、一緒に行かないのか。俺、父さんと一緒に修行をしてみようと思うんです。もし本当にスーパーサイヤ人を超えられるのなら。でもベジータが一緒にやってくれるとは思えないけど。かもしれません。でも一人でするより対戦しながら修行した方がはるかに伸びが早いのは父さんも分かっているはずです。そうか、覚悟はできてんだな。分かった、頑張ってこいよ。はい。クリリンと別れたトランクスはベジータの元へ向かい、一方ドクター・ゲロの天才的な頭脳を惜しみながらもブルマたちは人造人間の弱点を探り始めたのだった。そして2日が過ぎ、3日が過ぎていった。ピッコロたちはカメハウスを起点にセルの行方を追っていたが、巧妙に姿を消すセルを捕らえることはできずにいた。何もできぬまま、ただただ人々が襲われ続けていた。例の怪物が今度は南地区48地点の町に現れたようです。すでに住民の半数余りが
今度は南地区か。くそ、まだ間に合うかもしれん。行くぞ。頼んだぞ。しかしセルメ、むちゃくちゃやりおるわい。アンレ、みんな行ってしまっただか。ごはんちゃんも。ごはんちゃん、気ぃつけるだぞ。うまく見つけることができればよいが。あ、悟空。こいつで近づけばセルに気を悟られる心配はない。今度こそ。ずる賢いやつだ。近づいても隠れられては探しようもないぞ。悟空、どうやって来たんだ。例の瞬間移動ってやつか。あ、もうすっかりいいのか。まあ腹は減ってっけどな。神殺様、名前まで合体させるんじゃない。基本はほとんどピッコロなんだ。ピッコロと呼べばいい。ほら、今のまんまじゃ人造人間にもセルってやつにも勝てやしねえ。ご飯連れて修行に行ってくる。たった一日で1年間の修行ができる場所へ。そうか、精神と時の部屋へ行く気だな。しかしあの部屋で1年間過ごし通せた者はいない。昔のお前もせいぜい1ヶ月がやっとだったはずだ。あの時と今は違う。今度は大丈夫だ。それとあとベジータとトランクスも連れていく。あいつたちもきっと耐えられる。ならば早く行くんだ。セルは人間を殺しどんどん力をつけてきている。ああ、悟空、聞かせてくれ。フリーザよりもとんでもねえ敵が現れて怖いか、それとも嬉しいか。両方だ。そうか、諦めてないってわけだな。いいぞ、ごはん、行こう。ベジータたちを呼びに行く。はい。ベジータさんたちはどこで修行してるんだろう。ずっと Okay, Freunde. Das Training im Raum von Geist und Zeit wird jetzt anfangen. Ich freue mich tierisch drauf, weil jetzt fängt der Arc mal so richtig an, ins Laufen zu kommen. Und Gohan kriegt natürlich seine Super Saiyajin-Form. Wird geil, Freunde. Wir machen den nächsten Part weiter. Ich weiß, der Part war sehr, sehr, sehr viel Gelaber. Und ich glaube, wir hatten sogar einen Musiktrack dabei jetzt gerade, den ich nicht nutzen darf. Also wundert euch bitte nicht, wenn der Part in dem Video hier einfach an manchen Stellen vielleicht stumm ist. Ich bin mir nicht sicher, ich muss das erst mit YouTube abchecken und dann kann ich gucken. Aber wie gesagt, wundert euch nicht.
wir werden jetzt, Vegeta und Trunks abholen und mit denen zusammen im Raum von Geist und Zeit zu gehen, beziehungsweise abwechseln. Und dann werden wir auf jeden Fall krass trainieren, um natürlich neue Stärken und neue Grenzen zu brechen, Freunde. Schaltet gerne wieder ein, würde mich sehr freuen. Daumen nach oben wäre auch auf jeden Fall auch eine super Sache. Kommentar sowieso. Und ansonsten folgt mir auf den Social-Media-Seiten wie Instagram und Twitter, um nichts mehr zu verpassen. Und dann geht es auf jeden Fall im nächsten Part weiter mit dem Training im Raum von Geist und Zeit. Bis dahin, haut rein und tödelö.